Top Trade Capital aus der Fifth Avenue in New York. Klingt klasse. Leider alles Betrug. Nichts ist echt. Alles ist Lüge. Ihr Geld ist weg. Dann werden Sie sich jetzt die Frage stellen, haben Sie denn dann eine Chance, überhaupt Ihr Geld zurückbekommen? Vorab schon mal die Antwort. Die Chancen sind deutlich besser, als Sie sich das vorstellen können. Aber wie das geht, frage ich am Ende des Videos. Schauen Sie sich das Video bis zum Schluss an. Hallo, ich bin Daniel Anwalt Jochen Dress zum Thema der Top Trade Capital, angeblich in der Fifth Avenue in New York. Da ist nichts. Alles ist Lüge. Lug und Trug. Ihr Geld ist gleich in den Taschen der Betrüger gelandet. Da wird nicht gehandelt. Da gibt es keine tollen Sachen, wie sie auf der Website stehen. Was können Sie tun? Viele gehen zur Polizei, machen eine Strafanzeige. Sage ich mal, eine nette Idee. Die Zielrichtung ist falsch. Eine Strafanzeige dient der Bestrafung der Täter, aber nicht zur Wiederbeschaffung des Geldes. Wie setzen wir an? Wir verfolgen die Spur des Geldes. Früher sagte man ja, Geld ist nie weg, sondern nur anders. Wir können das heute ergänzen. Geld kann man digital verfolgen. Man muss nur die richtigen Werkzeuge haben. Hightech, Raketentechnologie, dann geht vieles. Wir haben das. Wir sind Spezialkanzlei mit einer eigenen Ermittlungsabteilung von IT-Forensikern. Wenn Sie mehr wissen möchten, wie wir das machen, können Sie mich gerne anrufen unter 03088 59770, oder Sie gehen mal auf unsere Webseite, folgen Sie dem Link. Sie bekommen dann von uns eine kostenlose Einschätzung Ihres Falles. Da steht drin, ob wir einen Fall übernehmen können. Es muss hinreichend Erfolgsaussichten geben, sonst bekommen Sie eine negative Einschätzung. Wenn wir eine positive Einschätzung bekommen, sagen wir Ihnen, was wir konkret machen und was es kosten würde. Die Einschätzung selber ist kostenlos. Und mit dieser kostenlosen Einschätzung bekommen Sie alle Informationen, ja, alle Fakten, und deshalb sind Sie in der Lage, eine eigenständige, souveräne, autonome Entscheidung zu treffen. Sie alleine wissen am besten, warum Sie Ihr Geld zurückhaben wollen.